belustigend hingenommen. Und es kann öffentlich unmöglich bekannt sein, welche Torturen die Julia und ich durchlebt haben und dass wir tatsächlich öffentlich gefoltert werden. Und ich gehe davon aus, dass das eine Vermischung ist, dass offiziell bekannt ist, dass hier was läuft, so eine Art Erziehungsmaßnahme, die sie im Bezug auf Drogen ist. Denn es kann auf keinen Fall echt sein, was hier passiert. Punkt 1, wurde diese Droge verändert, wie gesagt, bis dahingehend Schlaftabletten, Valium, 100.000% schwerwiegendes Schlafmittel wurde uns schon verabreicht und verschiedene andere Sachen, die aber so pervers widerlich gewesen sind. Eine Zeit lang haben wir, statt eben das, was wir rauchen wollten, haben wir Zeug bekommen, was uns so in den, also uns in Selbstmord getrieben hat und in Aggression und in Verzweiflung und in Notstand, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und daraus resultieren waren dann auch die Kämpfe zwischen mir und Julia, also die Feindseligkeiten, die nicht mehr abreißen wollten. Es war ein Zustand, das kann sich niemand vorstellen. Und dann in der Zeit sind ja dann auch die Hundeattacken gegenüber mir erfolgt. Alle Hunde, die da waren, sind mich immer wieder zugleich angefallen. Also drei oder vier Hunde zur gleichen Zeit. Ihr habt keine Vorstellung, was in der Zeit passiert ist und was ich da überlebt habe, weil eigentlich hätte ich tot sein müssen von unseren eigenen Hunden angefallen. Aber die Hunde trifft keine Schuld, sondern die Hunde wurden manipuliert. Ja. Und ich glaube, dass das auch immer wieder abgefragt wird, wenn Menschen mich fragen, ob die Hunde beißen. Ja. 1 Million%. Weil ich gehe davon aus, die wissen das, dass die Hunde mich gebissen haben. Und das werden die wissen aus einem Grund, weil offiziell behauptet wird, dass ich drogenabhängig bin und dass man mir hilft. Man will mir helfen und ich soll